Diese Diese sind heute Konferenz Abend wird nun genau richtig bei uns, weil aufgezeichnet. heute Abend geht es um das Thema Partizipation, also um das Thema Teilhabe, Bürgerbeteiligung. Und dafür haben wir heute Abend eben auch einen Fachmann da. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Inge von Dankelmann. Ich bin heute hier in meiner Funktion als Vorsitzende des Fördervereins, der Freunde und Förderer des Stadtmuseums. Und ich bin zu Gast und ebenso zu Gast ist Herr Gneuss. Ach so, das war jetzt toll. Okay. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Peter Gneuss. Ich arbeite bei der Stadt Oldenburg und bin dort verantwortlich für die Koordinierungsstelle Partizipation. Das heißt, mein Aufgabenbereich ist es, Partizipationsvorhaben der Stadt zu beraten, zu begleiten, bei der Kommunikation zu helfen, dabei zu unterstützen im Gesamtprozess, mit den Kolleginnen und Kollegen nach innen auch Partizipation zu besprechen und zu schulen und nach außen hin eben auch zu zeigen, was Partizipation alles kann, was unsere Vision von Partizipation ist. Und genau, und ich bin der angesprochene Fachmann für Partizipation. Sehr schön, Sie haben es schon fast getan. Sie haben gesagt, Sie sind der Fachmann Partizipation. Vielleicht mögen Sie ja kurz noch mal beschreiben, welche Aufgabe hat Ihre Koordinierungsstelle und definieren Sie doch mal Partizipation, damit wir heute Abend auch alle so ein bisschen das Gefühl haben, wir reden über dasselbe. Ja, also zu den Aufgaben. Wir sind aufgehangen grundsätzlich in der Stabsstelle Digitalisierung direkt beim Oberbürgermeister. Das liegt vor allem daran, dass es halt ein Querschnittsthema ist und grundsätzlich für die Verwaltung der Stadt Oldenburg Partizipation so ein grundlegendes Thema ist, dass es am besten möglichst weit oben erstmal aufgehangen wird. Und meine Aufgabe ist es eben neben der Beratung, vor allem auch Wissensmanagement zu betreiben, Netzwerke zu pflegen und letztendlich beratend zur Seite zu stehen. Und dann kommt quasi auch direkt die zweite Frage, nämlich wie definieren wir als Stadt Oldenburg oder als Verwaltung der Stadt Oldenburg Partizipation? Und das ist nicht in einem Satz zu machen, weil der Ansatz, den wir verfolgen, ein sehr breiter ist. Also bei uns geht quasi Partizipation theoretisch schon bei der Information los. Also wenn Menschen informiert werden über das, was die Stadt Oldenburg macht, was die Verwaltung der Stadt Oldenburg macht, dann ist das schon für uns Partizipation. Natürlich die erste Stufe von Partizipation. Aber wenn sie nicht informiert sind, können sie natürlich auch nicht sich eine Meinung bilden. Im nächsten Schritt wären dann die Möglichkeiten relativ divers. Das kann losgehen von allem, was formelle Partizipation ist. Und da unterscheiden wir zwischen formeller und informeller Partizipation, wobei formell alles Gesetzliche ist, also eine Wahl wäre zum Beispiel, also eine Bundestagswahl, eine Ratswahl. Das sind alles formelle Partizipationsverfahren, sowas wie Bauleitverfahren, wenn irgendwo was Neues gebaut wird. Das ist auch ein Teil der formellen Partizipation. Und die Koordinierungsstelle Partizipation ist aber ganz speziell für die informelle Partizipation da. Also den Spielraum, den die Stadt Oldenburg bzw. jede Kommune hat, um ihre Bürgerinnen und Bürger bei der Politik und bei den Verwaltungsakten zu unterstützen. Also sie kann quasi, die Stadt Oldenburg kann zum Beispiel ihre Bürgerinnen und Bürger fragen, wie würdet ihr denn gerne in Zukunft in Oldenburg leben? Und am Ende eines solchen Prozesses würde im Idealfall die Ergebnisse, die man mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen erzielt hat, in die Verwaltung eingesetzt und letztendlich auch in Verwaltungsakte umgesetzt. Und im Idealfall weiß oder kann dann die Stadt Oldenburg so handeln, wie es die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oldenburg auch möchten, natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber genau das. Also die informelle Partizipation zusammengefasst ist so die Hauptaufgabe und da wirke ich durchaus vor allem intern. Wie gesagt, ich hatte von Netzwerk und Wissensmanagement geredet, also wir wollen halt nicht immer das Rad neu erfinden und nicht jeder muss sich jetzt, der irgendwann mal Bürger beteiligt, sich da immer neu reinfinden, sondern es gibt im Idealfall jemanden, der dann irgendwie die Ansprechperson ist, der das schon mal gemacht hat, der mit allen anderen da redet und im Zweifel auch vielleicht die Verbindung knüpfen kann zu, guck mal hier, die haben sowas Ähnliches gemacht und guck mal da, da kannst du mal gucken, die haben zum Beispiel die technische Voraussetzung für dein Partizipationsvorhaben oder einfach die Menschen, die grundsätzlich auf Partizipation Lust haben.
Wie ist denn so Ihr Eindruck, wenn Sie jetzt in die Verwaltung gucken? Sind die alle hoch motiviert, jetzt Partizipationsverfahren durchzuführen und stehen bei Ihnen Schlange? Sagen wir so, Koordinierungsstelle Partizipation gibt es jetzt noch nicht so lange. Ich bin seit einem Jahr da und vorher wurde sie zwar gebildet, aber noch nicht ausgeformt. Partizipation findet aber trotzdem in der Stadt Oldenburg schon länger statt. Also es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das seit Jahren und Jahrzehnten machen. Ich gucke in die Runde, der eine oder andere sagte, mit Susanne Jungkunst schon mal was zu tun zu haben. Also Partizipation ist in Oldenburg generell relativ groß und auch in der Stadtverwaltung gibt es sehr, sehr viele, die das seit Jahren und Jahrzehnten machen und mit Leidenschaft machen. Andere müssen es machen, weil es formelle Partizipation ist, aber die informelle Partizipation machen, da sind schon wirklich viele dabei, die es mit Leidenschaft machen und die Leuten schon was erzählen, wenn da jemand sagt, ach, müssen wir da ernsthaft die Bürger beteiligen? Also es gibt sehr, sehr viele, die da wirklich, wirklich enthusiastisch und engagiert sind. Aber das ist natürlich auch keine Überraschung. Natürlich gibt es überall in großen Unternehmen, in kleinen Unternehmen, in Verwaltungen immer Leute, die das nicht möchten. Der Punkt ist eben, den Mittelweg zu finden zwischen wir wollen beteiligen und es ist letztendlich dann immer noch eine hierarchische Verwaltung und wenn der Wille ist, Menschen zu beteiligen, dann ist das eben der Wille. Und aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, damit es eben kein Druck ist, weil wir wollen halt auch die Partizipationsstelle ist eine, also wir machen freiwillige Angebote. Wir kommen auch mal auf Menschen zu, beziehungsweise auf Fachdienste, aber grundsätzlich wollen wir quasi einfach nur damit punkten, was wir können. Und wir sagen und kommunizieren, was wir können, was wir machen, was wir wollen und was wir bieten und hoffen dann, dass das Zustimmung findet, weil so ein Partizipationsprozess, wenn der schon anfängt mit eigentlich möchte ich gar keine Partizipation, wird es schwierig. Richtig. Gucke ich mal umgekehrt. Wie motiviert man denn Menschen, sich einzubringen in Prozesse? Gerade in der kommunalen Ebene, und da haben wir natürlich riesen Vorteile, weil die kommunale Ebene nun mal die erste Stelle ist, wo man Partizipation so richtig erleben kann. Wenn ich ein Straßenschild an der nächsten Ecke haben möchte, weil mir der Verkehr zu hoch ist, dann rufe ich halt nicht Angela Merkel an und frage, hier hätte gerne ein Straßenschild. Sondern das mache ich halt in der Kommune. Entsprechend hat die Kommune den riesengroßen Vorteil, tägliche Probleme lösen zu können. Entsprechend ist die Motivation von vielen, die an so Partizipationsprozessen dabei haben, intrinsisch allein schon gegeben, weil sie wissen, sie können was erreichen, was sie jeden Tag sehen. Und wenn sie wissen, okay, an diesem Prozess kann ich teilhaben und das hat für mich, für mein direktes Umfeld, für meine Familie direkte, im besten Falle positive Auswirkungen, dann ist das Motivator genug, häufig. Darf ich einmal ganz kurz zwischendurch in die Runde sagen, es wäre gut, wenn Sie Ihre Mikro. Wir haben sonst so einige Hintergrundstörgeräusche. Danke. Was muss man da machen? Sie haben es schon gesagt, Herr Gneuss, Partizipation gab es immer schon. Also gibt es schon sehr lange, gibt es auch bei der Stadt, es gibt auch vorgeschriebene Partizipation. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei Ihrer Stelle ja auch nochmal darum, neue Formen der Partizipation, gerade im Blick, Sie sind ja, es macht ja Sinn, dass Sie angesiedelt sind in der Stabstelle Digitalisierung. Welche neuen Formen sind das? Genau, also Sie sagten es, Partizipation und gerade in Oldenburg, das hat ein langer Prozess, das haben schon viele Leute gemacht und es gibt da immer aus der Wissenschaft, aus der Sozialforschung immer wieder neue Formate, aber im Prinzip sind alles, was wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten, sind das Formate, die im Groben darauf basieren, dass man mit Menschen zusammenkommt und redet. Dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man miteinander redet, wer als erstes reden darf und wer als letztes reden darf und ob man bunte Bilder malt oder ob man bastelt. Und das Neue ist letztendlich mit dem Megatrend Digitalisierung auch etwas, wo sich die Verwaltung nicht wehren kann.
Und deswegen gibt es seit September letzten Jahres in der Stadt Oldenburg auch eine Partizipationsplattform. Die heißt Gemeinsam Oldenburg. Und damit haben wir quasi ein neues Werkzeug in unserem Werkzeugkoffer Partizipation. Wir können nämlich jetzt, und das kam ja zum richtigen Zeitpunkt, nenne ich es mal vorsichtig, haben jetzt auch die Möglichkeit, über die Grenze des Wir sehen uns analog hinweg Partizipation zu ermöglichen. Und unsere grundsätzliche Vision ist es, allen Oldenburgerinnen und Oldenburgern die Möglichkeit zu geben, ihre Stadt der Zukunft zu gestalten. Das ist unsere Vision. Und entsprechend ist dieser Baustein, wir können das jetzt auch übers Internet machen, über Grenzen hinweg, über Barrieren hinweg. Ich muss eben nicht Sonntagnachmittag, 16 Uhr irgendwo sein, sondern kann es im Zweifel, wenn in meinem Fall mein Kind schläft, kann ich mal eben eine halbe Stunde ins Internet gehen und kann mich beteiligen. Und das ist schon fast, gut, das Wort Revolution ist zu viel benutzt, sagen wir, ein deutlich toller neuer Weg, um mehr Menschen zu ermöglichen, Oldenburg zu gestalten. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, wo ich mal so zwischendurch eine halbe Stunde teilhaben kann? An welchen Projekten? Ja, also dadurch, dass die Partizipationsplattform relativ neu ist, halten sich die Projekte zumindest von der Anzahl noch in Grenzen. Wir haben angefangen mit einem Inklusionsprojekt. Da ging es um die Bewertung des Aktionsplans Inklusion. Und da war ein erster Ansatz, quasi Bürgerinnen und Bürger zu fragen, welche Schritte des Aktionsplans umgesetzt wurden und wie sie das bewerten. Das war dann ein erster Prozess, um so ein bisschen in diese neue Welt der Online-Beteiligung hineinzuführen. Der erste wirklich große Prozess wird sein, die Umsetzung der Demografiestrategie. Die Demografiestrategie ist eine seit Jahren von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, aber auch von ganz vielen Oldenburgern und Oldenburgerinnen ein initiiertes Projekt, wo es darum geht, wie wir in Zukunft leben wollen. Also unter der Prämisse, dass die Gesellschaft auch in Oldenburg, also wir werden mehr in Oldenburg, es wird bunter, wir ziehen mehr Menschen dazu. Grundsätzlich von der Demografie her werden wir älter. Wie gehen wir damit um? Wir haben noch dann die Digitalisierung und all diese vielen Dinge, die auf so eine Stadtgesellschaft einwirken. Wir haben in der Innenstadt ja auch das Ladensterben und all diese Sachen haben natürlich einen Einfluss nicht nur auf jeden Einzelnen, sondern letztendlich auch auf die Stadt und auf die Stadtgesellschaft. Und die Demografiestrategie soll quasi erarbeiten, wie wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zusammenleben wollen. Und dieser Prozess, der jetzt, nachdem letztes und vorletztes Jahr die Demografiestrategie erstellt wurde, setzen wir die jetzt um und wir sind gerade in intensiven Arbeiten daran, jetzt die Demografiestrategie quasi zu den Bürgerinnen und Bürgern zu tragen und die ersten partizipativen Anteile daran zu machen. Und, auf Ihre Frage, lange geredet, damit ich auf die Frage komme, um auf die Frage zu kommen, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, partizipativ zu beteiligen. Ich habe die Möglichkeit, ganz, ganz kleine, niedrigschwellige Angebote zu machen, zum Beispiel, was sind die Themen in der Stadt, die dich interessieren? Und dann muss ich nur die entsprechenden Icons sortieren. Das ist sowas, was ich mal eben schnell da brauche ich nicht mal eine halbe Stunde für, machen kann, bis hin zu einem sehr, sehr langen, intensiven Prozess, wo es darum geht, ganze Texte miteinander zu bearbeiten und quasi Aktionspläne zu schreiben oder eben Vorschläge für die Ausschüsse der Verwaltung zu schreiben, um dann letztendlich Realpolitik zu machen. Also die Bandbreite ist vielfältig und wir haben tatsächlich sind wir da noch am Anfang von dem, was wir da gerade umsetzen. Genau. Sie haben jetzt angesprochen, diesen Demografieprozess. Ich denke gerade an sowas wie ein Mobilitätskonzept, was im Moment ja auch ein sehr wichtiges Thema ist. Das sind ja nun alles sehr komplexe Themen. Besteht eigentlich die Gefahr bei einer Beteiligung vieler, dass so komplexe Fragen zu stark vereinfacht werden und man sich dann irgendwann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss? Die Gefahr besteht ja grundsätzlich immer, wenn sich mehrere Menschen versuchen, eine gemeinsame Meinung zu bilden.
Viele Themen sind komplex und die Aufgabe der Stadtverwaltung ist es ja, komplexe Themen vielleicht so, wenn sie denn Bürgerbeteiligung möchte, so herunterzubrechen, dass man zusammen einen Weg findet und selbst komplexe Probleme erarbeiten kann. Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Es ist auch die Gefahr da, dass man zum Beispiel einfach nur Partizipation macht, um Partizipation zu machen. Auch das ist es. Insofern ist bei uns so der Grundsatz, wir wollen nur Fragen stellen, deren Antwort wir auch kennen wollen. Entsprechend, wenn wir nicht wollen, dass auf dem Schlossplatz plötzlich ein Kinderspieleparadies entsteht, dürfen wir keinen Ideenwettbewerb für die Gestaltung des Schlossplatzes machen. Und es ist ein Ringen zum einen innerhalb der Stadtverwaltung, was sich überhaupt eignet für Partizipation. Das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Es ist natürlich nicht ganz so einfach. Und auf der nächsten Seite ist es aber immer der Wunsch, die Bürger zu beteiligen. Insofern, es ist ein Spannungsfeld in jedem Fall. Und auf diesem Gesamtweg wird auch definitiv nicht alles glatt laufen. Und wir hatten in Oldenburg ja mal einen Bürgerhaushalt, nicht, dass ich in den Prozess involviert war. Ich habe es nur gehört, nur Schlechtes gehört. Und also wir hatten mal einen Bürgerhaushalt und das ist, sagen wir es dezent, nicht so gut angekommen bei verschiedenen Menschen. Entsprechend ist man auch ein bisschen vorsichtig, auch innerhalb der Stadtverwaltung ist man ein bisschen vorsichtig, was jetzt alles Partizipation machen darf und was dürfen wir denn. Und genau diese Argumente bringen natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung, nämlich, ja gut, aber ich kann ja jetzt nicht die Bürgerinnen und Bürger fragen, wie die und die Straße auszusehen hat. Mein Ansatz ist aber, dass wir in jedem Fall versuchen können, miteinander selbst komplexe Themen anzugehen. Weil was ist die Alternative? Dass wir nur Partizipation machen, um Partizipation zu machen und dann so Fragen stellen wie, mögt ihr den neuen Baum, den wir gepflanzt haben? Das ist mir irgendwie zu einfach. Nun interessiert mich natürlich ganz besonders auch, und ich glaube viele hier in der Runde, schließlich sitzen wir im Stadtmuseum virtuell, das Thema Stadtmuseum und Partizipation. Und da würde ich gerne einmal unterscheiden wollen, nämlich einmal den Neubau des Stadtmuseums und die Neuausrichtung des Stadtmuseums. Und wenn das dann alles fertig ist, wie kann Partizipation im Museum aussehen? Und ich erinnere noch mal kurz daran, ja, oder ich frage mal, was würden Sie denn dem Stadtmuseum sagen, wenn die jetzt zu Ihnen kämen und sagen würden, so, wir haben jetzt so eine Stelle bei der Stadt, was empfehlen Sie uns? Unser Beratungsprozess beginnt mit einem etwas längeren Fragebogen, der sich, das hört sich jetzt alles sperrig und verwaltungstechnisch an, ist es aber gar nicht, sondern wir in erster Linie setzen uns erstmal zusammen. Und das Allerwichtigste, was ich immer im ersten Gespräch erreichen möchte, ist, was ist die Zielsetzung? Was wollen wir? Was soll am Ende dieses Partizipationsprozesses stehen? Und da scheitern die meisten Partizipationsprozesse schon im ersten Schritt. Nämlich, das ist das, was ich sagte, Dinge machen, um Dinge zu machen und nicht Dinge machen, weil man ernsthaft was erreichen möchte. Insofern wäre das, wenn das ein, ohne in die Prozesse eingebunden zu sein, ist das für mich das Allerwichtigste, ein klares Ziel zu haben, was man möchte. Weil wenn man dieses Ziel hat, sind alles andere, ob man das jetzt analog macht, digital, wie, was, wo, kriegt man das schon irgendwie hin und dann gibt es tausende und abertausende Werkzeuge, wie man das macht. Aber wenn man sich über das Ziel und über die Richtung, in die man gehen möchte, nicht im Klaren ist, dann ist quasi der Prozess von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, ich erinnere gerne nochmal daran, der Prozess Stadtmuseum ist, wie ich finde, sehr gut gestartet, nämlich Ende 2016, das ist jetzt also über 4 Jahre her, da gab es eine Bürgerbeteiligung für das neue Stadtmuseum. Es hat eine Fachtagung stattgefunden, es hat dann ein partizipatives Stadtlabor stattgefunden und es war auch extern begleitet und dabei herausgekommen, zusammengetragen wurden viele, viele Wünsche, die die Oldenburger Bürgerinnen und Bürger an ihr Stadtmuseum haben. Festgehalten in einer Broschüre. Wunderbar. Und ich glaube, viel von dem ist auch eingeflossen in das Grobkonzept für das Museum. Also alle, die mitgemacht haben, haben sich da, glaube ich, auch wiedergefunden. Dann reißt die Geschichte für mich aber so ein bisschen ab. In dieser Broschüre wurde dann auch kundgetan, dass im nächsten Schritt
dann jetzt die nächste Stufe kommt, dass verschiedene andere Konzepte, Architekturwettbewerb und doch immer die Mitteilung und die Bürger werden beteiligt. Das waren dann aber eigentlich nur Informationen. Wenn wir sie damals schon gehabt hätten bei der Stadt Oldenburg, wäre das anders gelaufen? Weil 4 Jahre hat eigentlich eine Beteiligung jetzt von Bürgern nicht mehr so ganz intensiv stattgefunden. Da sind wir im Prinzip bei Frage 1, wie definieren Sie Partizipation? Für mich ist Informieren Partizipation, wenn es meinem Ziel hilft. Zum Beispiel, Demografiestrategie ist unser Ziel, am Ende ernsthafte Verwaltungsakte zu haben, die einen Einfluss, also einfach Entscheidungen vom Rat, die realpolitische Umsetzungen dann finden. Das ist das Ziel. Jetzt am Anfang, als Zwischenziel, geht es erstmal darum, wie kriegen wir überhaupt von den Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl dafür, was diese Umsetzungen sein könnten. Momentan sind wir also in einer solchen Frühphase, dass es viel zu verfrüht wäre, direkt zu fragen, ja, welche konkreten Sachen wollt ihr denn? Wir müssen erstmal gucken, dass wir miteinander auf dem gleichen Pfad sind. Und da ist es wichtig, erstmal zu informieren, was wir überhaupt wollen. So. Insofern ist für mich Information, je nachdem, wann es gestreut ist, ein absolut probates Mittel. Nicht das Allerwichtigste, ist nicht alles allerwichtig, aber was auch wichtig ist in einem solchen Prozess, ist halt immer Erwartungsmanagement. Also, ich kann am Anfang zwar ein hehres Ziel haben und kann auch allen sagen, oh, und dann machen wir das zusammen und dann setzen wir uns zusammen und dann machen wir Umsetzung und ach, wird das toll. Und dann passiert das, die Erwartungen sind hoch, aufgrund verschiedenster Möglichkeiten, sei es, das Geld ist nicht mehr da, Umstrukturierung innerhalb der eigenen Organisation, neue Technologien, keine Ahnung, verändert sich aber das Ziel plötzlich und man hat aber Erwartungen geschürt, die man jetzt nicht mehr halten kann. Und da hilft im Zweifel aggressive Kommunikation auf dem gesamten Weg. Das heißt, selbst wenn man irgendwann sagen muss, okay, wir haben am Anfang sehr viel versprochen, wir können das gerade nicht halten, dann ist es ja was, womit man arbeiten kann. Gut, dann, ja, das klang für mich jetzt so, also vielleicht noch mal ein bisschen zur Zielrichtung der Partizipation. Zum einen sagen Sie ja völlig zu Recht, es ist für die Stadt Oldenburg ganz wichtig, weil die natürlich so handeln möchte, wie ihre Bürger es gerne möchten. Aber welchen Mehrwert hat es denn für die Bürger? Also das muss ja mindestens gleichberechtigt doch auch daneben stehen. In jedem Fall, zumal die Stadtverwaltung ja keine andere Aufgabe hat, als den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen. Insofern ist es ja ein Rattenschwanz quasi. Das kommt halt immer aufs Projekt an. Es ist schwierig, das ein bisschen, also ich mache es mal anhand eines Beispiels konkret. Wir haben neben den angesprochenen Verfahren seit diesem Jahr auch auf der Partizipationsplattform einen Ideenwettbewerb laufen. Das nennt sich Hashtag Oldenburg 2112 und es geht darum, 12 Zukunftsthemen zu zeigen, was die Stadt da alles so macht, aber auch zu fragen, welche Ideen es aus den Bereichen der Bürgerinnen und Bürgern gibt, zu den jeweiligen Themen. Also wir hatten zum Beispiel im Januar Digitalisierung, jetzt im Februar bis Montag noch haben wir Bildung und Schule und wir stellen Projekte vor, die die Stadtverwaltung schon macht, weil wir eben viel an der Zukunft arbeiten. Ist ja nicht so, dass wir nur schon, dass wir verwalten, aber jetzt nicht nur im klassischen Sinne. Wir machen schon viel für die Zukunft. Es gibt ganz, ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag daran arbeiten, dass in vielen Bereichen es immer besser wird und zukunftsorientierter wird. Und viel kriegt man davon nicht mit. Deswegen wollten wir das in den Fokus stellen. Und aber auch wissen, was Oldenburgerinnen und Oldenburger eben zu den jeweiligen Themen denken, was denn möglich ist. Deswegen ist an dieses wir zeigen, was wir für Projekte haben, ein Ideenwettbewerb angeschlossen. Und am Ende dieses Ideenwettbewerbs gibt es jeweils pro Monat zu gewinnen, dass man seine Idee, die durch Unterstützer quasi gewonnen hat, dem Oberbürgermeister vorstellen darf. Und unser Ziel war es da, klar zu machen, was das Ziel ist, nämlich
beziehungsweise direkt demjenigen, der da mitmacht, zu erzählen, das wird konkret. Das wird konkret. Deine Idee, wenn sie denn erstmal durch eine gewisse Art des Votings geht, dann wird das konkret und dann sitzen da Leute von der Stadtverwaltung, die sich mit deiner Idee auseinandersetzen. Das heißt natürlich noch nicht, dass es umgesetzt wird. Aber immerhin beschäftigt sich der Oberbürgermeister damit, was ja schon mal was ist. Insofern habe ich die Frage vergessen. Was war die Frage? Ich glaube, das haben Sie damit schon beantwortet, zu sagen, es ist ja, wie das heute dann so schön heißt, eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite ist es die Stadt, die was von ihren Bürgern wissen will, aber die Bürger wollen natürlich auch das, was sie da sagen und einbringen, auch umgesetzt sehen. Ist schon okay. Genau, lassen Sie uns sie, noch mal genau, auf das Museum. Wie bitte? Ich sage nur, dann haben Bürgerinnen und Bürger eben was davon, weil eben die Idee nicht einfach nur in der Schublade verschwindet, sondern zumindest irgendwo gehört wird. Wenn wir jetzt nochmal auf das Museum gucken, denken wir mal ein paar Jahre weiter. Der Bauzaun, der demnächst aufgestellt wird, ist wieder weg. Das Museum ist fertig. Jetzt machen wir Partizipation im Museum. Was können Sie da empfehlen? Ja, gute Frage. Was kann ich empfehlen? Tatsächlich muss man das sehen, wie viel, was man an Partizipation im Museum überhaupt machen kann, beziehungsweise man kann wahrscheinlich eine ganze Menge machen, aber was davon noch Sinn ergibt und was davon irgendwie auch einen Mehrwert hat. In jedem Fall würde ich empfehlen, weil es scheint sehr viele Menschen in Oldenburg zu geben, die gerade in diesem Thema auch Interesse daran haben und entsprechend wahrscheinlich auch gute Ideen. Insofern ist das der erste Tipp, zuhören. Das hilft manchmal schon. Und dann kann man weitermachen. Ja, nun ist ja auch nicht jede Interaktion, die ja nun auch schon lange in Museen stattfinden, ist ja nicht so, dass das alles vorher nicht stattgefunden hat. Gerade fürs Stadtmuseum und auch fürs Horst-Janssen-Museum werden da ja schon viele, viele Formate hervorragend bespielt. Aber was muss denn eigentlich erfüllt sein, damit man in einem Museum wirklich von Partizipation spricht und nicht von irgendwelchen Interaktionen oder Beteiligungsformen oder wie auch immer? Wie kriege ich echte, richtige Partizipation im Museum hin? Das ist natürlich eine Frage, wie man echte, richtige Partizipation im Museum definiert, weil echte, richtige Partizipation klingt für mich genauso blurry wie, also klingt für mich genauso neblig, wie mein Verständnis von, was kann man denn im Museum überhaupt für Partizipation machen? Also ich habe da jetzt tatsächlich nicht so viele Ideen, habe mich mit dem Thema aber noch nicht beschäftigt tatsächlich. Es ist schwierig. Ich glaube, es ist aber überall schwierig, wenn man Partizipation möchte, weil, und das ist das, was ich sagte, man muss eben Fragen stellen, deren Antwort man hören möchte. Und man kann eben nicht sich aussuchen, welche Antwort man bekommt. Und das ist schwierig. Und ich weiß nicht, gerade wenn das dann irgendwie im Museum ja dann auch irgendwie einen Kunstanspruch in gewissen Teilen hat, aber zumindest irgendwie einen institutionalisierten Anspruch, wie viel man da machen kann, was da überhaupt möglich ist. Es kommt ja auch noch dazu, was für rechtliche Grenzen es da gibt. Also tatsächlich muss ich bei der Frage ein bisschen passen, weil ich nicht so richtig weiß, was in meinem Kopf Partizipation im Museum bedeutet. Aber ich habe das ja auch richtig verstanden. Sie wären auch ja jemand, der berät bei dem Prozess der Einführung, weil Sie können ja unmöglich Fachmann auf allen Gebieten sein. Und das wäre ja auch, ja, das wäre, glaube ich, nicht die Aufgabe, die Sie haben, sondern Sie helfen, solche Prozesse anzuschieben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich stelle die unangenehmen Fragen, genau. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, mit Blick auf die Uhr, öffnen wir einfach mal die Runde. Und das heißt dann auch, Frau Glaue, Sie stoppen jetzt die Aufnahme, damit alle, wenn Sie mögen, gerne auch mit Kamera und mit Mikrofon. Ich glaube, wir sind 19 Leute gerade. Wir kriegen das ganz gut hin. Sie müssen nicht unbedingt über den Chat jetzt sagen, ich will mich melden, sondern ich glaube, wenn Sie einmal im Bild sind und die Hand heben, kriegen wir das alles hin, dass wir nicht alle durcheinander. Herr Kreuz, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Dann schalte ich die Aufzeichnung jetzt aus. Ich wünsche eine angeregte Diskussion.